Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Bürgermeister Herrmann, sehr geehrte Frau Stolzenwald, Frau Kietze vom Paritätischen. Das letzte Mal, als wir hier standen, war es ganz knüppelvoll. Es war wärmer, eindeutig wärmer. Und wir haben wieder mal etwas eröffnet, was heute schon ein Jahr alt geworden ist. Und es ist für uns sehr überraschend, dass das wieder so schnell gegangen ist. Wir haben, glaube ich, im Werkstatttreffen mal kürzere Jahre als andere. Wir haben hier zusammen mit der Stadtteilarbeit und gerade auch mit der Sanierungskommission, die viel Arbeit hier reingesteckt hat, etwas gewagt, einen Laden in einem Stadtteil zu eröffnen und zu sehen, dass wir ein Angebot für Sie haben, die hier auch tatsächlich wohnen. In dem Fall ist nicht aufnehmen. Die hier wohnen, die unsere Mitarbeiter sind, aber auch unsere Kunden sind. Und ich denke, dass wir nach einem Jahr eine ganz kleine Bilanz schon ziehen können und diese Bilanz ist eigentlich mehr als erfreulich. Nach einem Jahr kann man sagen, der STS, das ist kein Hamburger bei McDonalds, sondern das ist der Stürmer-Treffstöcken, er steht. Die Stadtteilarbeit funktioniert hier, hat ein großes Aushängeschild bekommen und wir vom Werkstatttreff sind auch mehr als zufrieden, dass wir angesprochen worden sind und gefragt worden sind, ob wir mitmachen wollen. Wir haben gerne Ja gesagt und wir sehen, es hat sich gelohnt und es lohnt sich weiter. In diesem Sinn will ich auch gar nicht mehr Worte verlieren, sondern gleich Herrn Herrmann das Mikrofon weitergeben, der gleich noch seinen Zug kriegen muss und deshalb schon wieder fast auf die Durchreise ist. Aber es wird netter, dass wir uns gefunden haben. Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Krantz, lieber Heidi Stolzenwald, Frau Tietze, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier vom Stöbertreff, liebe Ehrenamtliche, das ist ja was Besonderes, so ein soziales Kaufhaus in einem Stadtteil. Wir kennen das von der Innenstadt, aber dass man das auch in einem Stadtteil macht, ist etwas ganz Besonderes. Und wenn es denn nach einem Jahr so eine positive Zwischenbilanz gibt, dann ist das natürlich eine ganz hervorragende Sache. Und das zeigt auch, dass das hier Angebot und Nachfrage sozusagen angenommen werden. Und es ist ja ein Projekt der sozialen Stadt, auch gefördert über die soziale Stadt, über das Programm Soziale Stadt. Und das zeigt denn, dass dieses Programm Soziale Stadt auch etwas sehr Gutes ist, was wir damals ja auch von Bundesebene aus 1998 mit der Rot-Grünen Bundesregierung in Kraft haben treten lassen können. Ja, es stärkt die soziale Infrastruktur vor Ort. Wir können hier Bewohnerinnen und Bewohner mit geringem Einkommen unterstützen. Das ist sehr nachhaltig, weil die Klamotten, das Geschirr, die Schuhe, Spiele und so weiter genutzt werden können. Ich habe eben gerade einen kleinen Rückgang gemacht mit Heidi Stolzenwald. Das war sehr interessant zu sehen, was für tolle Sachen das auch sind. Und sie können hier weiter genutzt werden. Ja, es werden Arbeitsmöglichkeiten geschaffen. Das ist auch sehr wichtig. Es ist eine Kontaktbörse. Man kann sich hier unterhalten, man kann sich auch mal aufs Sofa setzen oder in den Sessel und 5 Minuten lang quatschen und ein paar Sachen austauschen hier aus dem Stadtteil. Das ist auch eine kleine Nachrichtenbörse. Und das ist auch ganz wichtig, dass das Soziale eben halt oder das Kommunikative nicht zu kurz kommt. Ja, und es stärkt letztendlich auch mit einem kleinen Verein und ein paar Ehrenamtlichen stärkt es auch noch das bürgerschaftliche Engagement. Also rundherum eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Und das ist, glaube ich, das Tolle an dieser Idee eines sozialen Kaufhauses. Wenn, wie gesagt, wenn das in einem Stadtteil funktioniert, dann ist das etwas ganz Besonderes. Und dazu darf ich ganz herzlich gratulieren zu einem Jahr Stöbertreff Stöcken. Und ja, auch im Namen der Stadt, auch im Namen von Oberbürgermeister Stefan Schostock für die Zukunft alles, alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass es noch viele, viele lange Jahre hier so weiter existiert, dass Sie Erfolg haben mit diesem Projekt und dass wir hier von den Bewohnern, für die Bewohner etwas Tolles weiter schaffen können. Herzlichen Dank. Eigentlich nicht, wurde mir gesagt. So sind die da. Ja, ihre Gebühren, ja.
eigentlich hatte ich das nicht gewusst, aber das kann ich auch so aus dem Stegreif. Also ich begrüße Sie auch alle ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich einige Gesichter sehe, die ich vor einem Jahr auch gesehen habe. Schön, dass Sie wieder da sind und dass Sie unser Stöbertreff hier so annehmen. Das freut mich also ganz besonders. Ich denke, wir haben da etwas Gutes geschaffen für die Bevölkerung hier rundherum und auch für die Menschen, die dort Arbeit gefunden haben. Und das ist für uns auch eine wichtige Sache. Ich wünsche natürlich noch viele, viele Jahre. Ich werde ein bisschen mit dafür sorgen, dass immer wieder neue Sachen herankommen und verkauft werden können. Wir machen also viel Reklame für diesen tollen Stöbertreff. Und ich denke, das kommt auch im ganzen Stadtbezirk richtig gut ein. Alles Gute zum einjährigen Bestehen und ich hoffe, wir sehen uns noch recht oft wieder bei solchen Feiern. Ganz herzlichen Dank. Und wer Geburtstag hat, kriegt ein Ständchen. Und dann gleich noch, natürlich auch, was gehört zum Geburtstag? Eine Torte.